Deutschland wird voraussichtlich dieses Jahr die Klimaziele erreichen, aber nur, weil Corona die Wirtschaft in die Knie zwang. Es wurde weniger hergestellt, gefahren, geflogen und überhaupt viel weniger Energie verbraucht. Im April ging der CO2-Ausstoß um 26% zurück, bei Verkehr und Transport sogar um 50%. Greta Thunberg auf dem Weg ins Kanzleramt. Deutschland hat zurzeit die EU-Ratspräsidentschaft inne und Angela Merkel dadurch die Chance, Ideen zum Klimaschutz anzustoßen. Eine gemeinsame Pressekonferenz mit Angela Merkel ist nicht geplant. Das macht die Aktivistin dann alleine. Sie fordert die Kanzlerin auf, Klimaführung zu übernehmen. Wir sind in einem Hamsterrad, jeder schiebt dem anderen die Schuld zu. Und wenn wir nicht aus diesem Teufelskreis ausbrechen, werden wir es nicht schaffen. Wir brauchen jemanden, der diesen Teufelskreis durchbricht. Breaks that cycle, we won't be able to get anywhere. Und nun eine Aufgabe aus dem Fach Erdkunde. Es geht um Ressourcen. Um was? Es geht um Öl. Öl. Ja, Öl. Ja, und also wie ist die Aufgabe? Also die Aufgabe lautet, zu den bedeutendsten Erdöllieferanten in Europa gehört der Staat Norwegen. Nahezu 50% seines Exportwertes stellen das Erdöl und Erdölprodukte dar. Erörtern Sie die wirtschaftlichen Risiken, die sich daraus ergeben. Also Norwegen. Norwegen hat 4,3 Millionen Einwohner. Der Hauptstadt heißt Oslo. Im nordöstlichen Teil der skandinavischen Halbinsel und grenzt im Nordosten an Finnland und Russland und im Osten an Schweden. Ja. Alles richtig, aber jetzt kommen Sie zur Sache. Es geht um Öl. Ja. Klimawandel bedeutet, dass über einen langen Zeitraum Änderungen so ist beispielsweise die Oberflächentemperatur auf der Erde in den vergangenen 100 Jahren stetig gestiegen. Viele Wissenschaftler machen den Treibhauseffekt dafür verantwortlich, der durch den enormen Ausstoß von Kohlendioxid in die Atmosphäre begünstigt wird. Kohlekraftwerke und Industrieanlagen haben daran einen hohen Anteil. Ihr Kohlendioxid soll zukünftig aufgefangen und an geeigneter Stelle unterirdisch eingespeichert werden. Der Transport dorthin ist über bestehende Pipeline-Netze per LKW oder mit dem Schiff geplant. Bei der Suche nach möglichen Lagerstätten kann auf langjährige Erfahrungen bei der Förderung und Vorratsspeicherung von Öl und Gas zurückgegriffen werden. Favorisiert werden ausgeförderte Lagerstätten, die geologisch bereits ausgezeichnet erkundet, mit ihren überlagernden Gesteinsschichten über Millionen Jahre bewiesen haben, dass sie dicht sind. Auch salzwasserführende poröse Schichten können für die Speicherung von Kohlendioxid genutzt werden. Sie liegen in großen Tiefen. Mächtiges, undurchlässiges Gestein trennt sie von den Grundwasserleitern. Das Kohlendioxid füllt in den tiefen Sandsteinschichten den Porenraum und reagiert im Lauf der Jahre dort zum Beispiel zu Kalzit. Als feste Mineralphase ist es damit der Atmosphäre dauerhaft entzogen. Aber wie gesagt, es geht hier um Öl. Öl. Ja. Thank you.
Aber hören Sie, jetzt sollten Sie wirklich mal die Aufgabe beantworten. Kommen Sie endlich zum Öl. Öl. Ja, nicht? Also Ende der 60er Jahre ging das los mit dem Ölreichtum in Norwegen. Norwegen gewinnt heute aus 130 Bohrlöchern jährlich rund 150 Millionen Tonnen Öl. Öl. Und etwa 130 Millionen Tonnen Öl. Gehen in den Export. Norwegen besitzt also das wichtigste Ölgebiet in Europa und Norwegen gehört heute auch deshalb zu den reichsten Ländern der Erde, vor allem wegen den Öl, wollte ich ja sagen. Kann ich hier vielleicht einmal die Aufgabe lösen? Also wirklich? Jetzt sind die Funde aber langsam erschöpft, was gefährlich ist für Norwegen, weil wenn kein Öl mehr da ist, schaut der Norweger am Ende ganz schön blöd aus seinem Pullover raus. Und deshalb muss ich so ein Land einmal überlegen, was es macht, wenn kein Öl mehr da ist, weil bald ist ja nirgends mehr Öl. Aber wir brauchen Benzin und Öl. Öl brauchen wir, es geht nicht ohne Öl. Ohne Öl. Ja, wir brauchen das Öl. Das bestreite ich ja gar nicht. Ich sage ja nur, dass für ein Land wie Norwegen ist es wirtschaftlich gefährlich, wenn die so abhängig sind nur vom Öl, da sollten die überlegen, wie das einmal ist, ohne Öl. Ein Geschmarre, wir brauchen den Stoff. Ja, wir brauchen ihn. Auch die Industrie braucht Erdöl. Alles hängt vom Öl ab, nicht? Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel. Mobilität. Wohlstand, sozialer Frieden. Die Rentner. Das Allgemeinwohl. Pendler. Ja, Familie, sag mal, Industrie. Wie seid ihr denn Öl. Dran? Öl. Hey, in 40 Jahren ist sowieso vorbei mit dem Öl. Da gibt's überhaupt kein Öl mehr. Die Jugendlichen, die sind gut beraten, sich mal ein bisschen an den Realitäten zu orientieren und sich nicht auf Abstellgleise schieben zu lassen. Indem sie sich missbrauchen lassen für irgendwelche Farbenrevolutionen und so weiter. Darauf hatte schon Professor Mausfeld hingewiesen, dass das Ganze gesteuert ist. Und der Buchautor Wolfgang Effenberger hatte das eben sehr deutlich benannt, nach dem, was ihm vorliegt, in Form des Tradok-Pamphlet 525-5, welches 1993 schon geschrieben wurde und wo es diesen Bereich Other Operations Than War gibt, also andere Operationen als Krieg. Ja, die aber sehr wohl dazu geeignet sind, die zivile Ordnung zu zerstören. Subversive Maßnahmen sind das. Das Ganze dient eben der Täuschung, und zwar in dem Sinne, dass wir auf einige Maxima, Fördermaxima hinlaufen, da wir einen gesellschaftlichen Abstieg erfahren werden, weil eben von gewissen Sachen nicht mehr genug da sein werden. Und Thomas Barnett hat es ganz klar gesagt, der freie Fluss des Erdöls, den beanspruchen die Amis für sich. Viele reden über Erdöl, wissen aber nicht genau, was damit gemeint ist. Es geht um Qualitätsunterschiede, und zwar deutliche. Und wie hier auf dieser Darstellung zu sehen ist, da gibt es die Hochqualitätssorten wie Brent und Cyber, und diese sind nicht mehr vorhanden. Cyber vielleicht noch ein bisschen, aber Brent ist weg. Das ist das Nordseeöl gewesen. Erdöl ist für die petrochemische Industrie von absoluter Wichtigkeit, weil dort bis zu 1000 verschiedene Kohlenstoffverbindungen drin enthalten sind, die man so nicht bekommen kann. Viele würden jetzt sagen, ja, aber vor Venezuela liegt doch noch so viel Erdöl. Ja, das ist seit 1904 bekannt, dass dort Erdöl zu haben ist. Allerdings zu einem gewaltigen Preis. Mit 360 Grad heißem Dampf und 200 Bar Druck muss dort gefördert werden. Das ist eine Tertiärförderung, wie man das nennt. Und die Qualität ist mies. Die ist nicht vergleichbar mit dem Nordseeöl oder aus Saudi-Arabien, diese Marke Cyber. Andere Leute sagen, man bräuchte bloß irgendwie bohren und dann würde da schon Erdöl fließen oder man müsste tiefer bohren oder sowas. Auf dieser Karte sieht man die Erdölprovinzen. Ja, es gibt gewisse geologische Eigenschaften, die erfüllt sein müssen, um da überhaupt Erdöl einzulagern. Da braucht es eine Deckschicht, weil Erdöl doch so leicht ist, leichter als Wasser und an die Oberfläche schon längst gekommen wäre, wenn da nicht eine Deckschicht wäre. Und auf dieser Abbildung sieht man, wie es optimal ist. In der Mitte sieht man den sogenannten Cape Rock. Da ist eine Deckschicht über einem Speichergestein. Darin kann sich das Erdöl in porösen Gesteinsschichten, das ist ja keine Höhle, da wo das Erdöl ist, das sind poröse Gesteinsschichten. Und wenn das so aussieht wie so ein Berg, Cape Rock, also Kappe des Berges, das ist das Optimum. Darunter befindet sich dann das Muttergestein, wo das Erdöl ursprünglich herkommt. So, das muss erfüllt sein, ansonsten gibt es keine Erdölvorkommen. Eine Welternährung auf dem Niveau, auf dem wir das heute haben, ist ohne Erdöl undenkbar.
Erdöl ist also ein sicherheitsrelevantes Gut. Und aus diesem Grunde sind die Zahlen über die Erdölreserven, die noch vorhanden sind, eigentlich nicht belastbar. Am schlimmsten trieb es Kuwait, in dem jahrelang ein und dieselbe Zahl abgeliefert wurde, was die Reserven anging. Und man muss sich mal vorstellen, wie schnell diese Erdölvorkommen aufgebraucht werden. Marion King Hubbard, ein US-amerikanischer Erdölexperte, hatte Mitte der 60er Jahre vorausgesagt, dass Anfang der 70er Jahre in den USA die Erdölförderung mindestens das Fördermaximum erreicht wird. Und das war auch der Fall. Ich rede hier vom Erdöl. Was die da mit dem Fracking fördern, das sind Kohlenstoffe aus Schiefergestein, das ist kein Erdöl. Genau das Gleiche trifft zu bei diesem Ölsanden aus Alberta, Kanada. Das ist kein Erdöl. Das ist mindere Qualität zu höchsten Preisen. Eigentlich ist schon die Bezeichnung Ölsandschiefer falsch. Die korrekte Bezeichnung lautet Kerogen. Wenn von einem Fördermaximum ausgegangen wird, dann ist das durchaus zutreffend. Insbesondere die Jugend wird massiv davon betroffen sein. Ich sagte schon, die landwirtschaftliche Produktion auf dem Niveau von heute ist nicht zu halten. Auf Dauer. Und ohne Mampf kein Kampf. Da bricht die Gesellschaft zusammen, schlimmstenfalls. Wofür diese Jugendlichen heute allerdings auf die Straße gehen, hat zu tun mit einem CO2-Zertifikatehandel. Und dazu kommen wir jetzt. Das ist nämlich ein sehr ausgeklügeltes Geschäftsmodell und hat unbedingt zu tun mit dem Fördermaximum des Erdöls. Denn seit den 70er Jahren, Anfang der 70er Jahre, fing es an mit der Erdölproduktion in der Nordsee. Und die Förderplattformen sollten eigentlich jetzt schon abgerissen werden, bleiben aber stehen. Hintergrund ist der CO2-Zertifikatehandel. In der Nordsee gibt es diese Uzira-Formation, das ist ein Bestandteil des Red Oil Kontinents. Hier waren besonders viele Flüsse und Deltas und hier hatte sich eben die Gelegenheit ergeben, dass da eine Deckschicht ist und das Speichergestein hatte vom Muttergestein eben über Äonen Erdöl aufnehmen können und das wurde mit Hochdruck gefördert mit gewaltigen Förderplattformen. Man nennt diese Bauweise CONDEP und das meint nichts anderes als dass sozusagen ein Becher umgekehrt in den Schlamm gedrückt wird. Im Boden des Bechers befindet sich ein Loch, welches dann verschlossen wird und das bekommt man dann nicht mehr aus dem Untergrund heraus. Und hier sieht man sozusagen die Becher, die umgekehrt dann in den Nordseegrund eingefügt werden und das Fundament für die gesamte Förderplattform bilden. Darauf befinden sich dann über 200 Meter hohe, also 260 Meter hohe Betonpfeiler, die aus einem Guss sind. Da wird also keine Pause eingelegt. Die werden von 0 auf 260 Metern durchgängig aufgebaut. Wenn die dann damit fertig sind, kann das Oberteil auf diese Betonpfeiler aufgebracht werden. Hierzu wird das ganze Fundament abgesenkt. Von Norwegen sind die Wassertiefen vorhanden. Ja, und wie groß dieses Oberteil ist, das lässt sich auf diesem Bild gut erkennen. Die Queen Mary ist ein Luxus-Passagierschiff und der Oberbau von einer dieser Förderplattformen ist fast genauso groß. Und hier sollte klar werden, dass das ein sehr teures Bauwerk ist, eine solche Förderplattform, und etwa mit 2,5 Milliarden Dollar beziffert werden kann. Allein auf Gullfaks und auf dem Statfjordfeld stehen jeweils drei davon. Hier sind die Daten von Gullfaks C und diese Plattform sollte 2013/14 das Ende der Produktion erfahren und hätte eigentlich abgerissen werden müssen. Was natürlich zusätzliche Kosten verursacht hätte und hierzu war eben ein Geschäftsmodell notwendig, was wir als CO2-Zertifikatehandel kennen. Von Anfang der 70er Jahre bis 2013/14 hatte diese Plattform also Erdöl aus den Tiefen gefördert und nun soll diese Plattform eine CO2-Sequestrierung aus der Umgebungsluft unternehmen, also eine CO2-Verflüssigung stattfinden lassen und dieses CO2, welches verflüssigt ist, in den Untergrund pumpen, wo vorher das Erdöl sich befand, in diesem porösen Gestein. Indem nun ein Material eingefügt wird, also dieses verflüssigte CO2, welches schwerer ist als Wasser und sowieso schwerer ist als Erdöl, verödet man sozusagen diese Speicherfunktion des Gesteins und deswegen ist davon auszugehen, dass da keinerlei Produktion mehr zu erwarten ist.
Ansonsten würden die das nicht so machen. Also innerhalb von 40 Jahren hatte man das gesamte Nordsee-Erdöl abgepumpt und sich dumm und dusselig verdient in dieser Zeit. Nun möchte man, da das Erdöl weg ist, weiterhin verdienen, und zwar mit der Idee, CO2 zu sequestrieren, zu verflüssigen und im verflüssigten Zustand in die Erde zu pumpen, da wo einst das Erdöl war. Das Ganze wird finanziert durch CO2-Zertifikate, durch eine Steuer, durch eine Weltsteuer auf CO2, so sinnlos das auch ist. Und es ist auch nur ein Beitrag zur postnormalen Wissenschaft. Wer die Steuern erhebt, ist der Souverän. Und dieser ist unbekannt, der ist nicht greifbar. Also kann es sich schon mal ansatzweise um eine neue Weltordnung handeln. Und hierzulande wird dafür demonstriert, vorzugsweise von Jugendlichen. Es geht hier um Öl. Öl. Ja. Kommen Sie zur Sache, es geht um Öl. Um Öl. Ja, ja. Unruhe hat die Mitteilung der NASA ausgelöst. Auf Himmelskörpern des Sonnensystems befinde sich reichlich Methan. Seen voller Methan, Wolken, die Methan regnen lassen, Quellen, aus denen Methan sprudelt, ja Atmosphären aus brandgefährlichem Klimagas. Die Weltraumbehörde erforscht nun die Evolution von organischer Materie in den Tiefen des Alls. Dadurch darf endlich eine Frage öffentlich thematisiert werden, bei der selbst Nobelpreisträger bisher zum Schweigen verurteilt waren. Es geht um den uralten Streit, ob die fossilen Brennstoffe wie Erdöl, Erdgas und Steinkohle tatsächlich fossil sind oder durch eine Reaktion im Erdinneren entstanden sind. Letzteres hatte schon Alexander von Humboldt vertreten oder Dmitri Mendeljew, der Mann mit dem Periodensystem. Natürlich kennen wir alle den Glaubensgrundsatz, Erdöl oder Kohle seien das Resultat abgestorbener Wälder oder versunkener Urmeere, die unter der Last der darauf lagernden Schichten zu Erdöl verflüssigt wurden. Als Beleg für diese Theorie gilt die Tatsache, dass Erdöl nicht wenige komplexe Moleküle enthält, die typisch für Lebewesen sind. Dazu noch allerlei Mikroorganismen. Der Ungläubige könne es ja mit eigenen Augen sehen. Beispielsweise findet man in Kohleflözen komplette Baumstämme, Äste und Blätter. Fast so lebensecht wie das, was die Ausgrabungen in Pompeji zutage förderten, welches durch einen ungeheuren Vulkanausbruch zugrunde ging. Doch diese Funde beweisen genau das Gegenteil dessen, was unsere Schulbücher behaupten. Denn wäre der damalige Wald von geologischen Kräften über Äonen hinweg zu Kohle verpresst worden, gäbe es darin keine perfekt erhaltenen Strukturen. Warum sind Pflanzen im Naturzustand versteinert, aber die Substanz drumherum ist Kohle, nichts als strukturlose Kohle? Wenn in der Grube Messel im Schiefer
Abdrücke eines Urreptils entdeckt werden, dann kommt ja auch keiner auf die Idee zu behaupten, das sei der Beweis, dass Schiefer aus zerdrückten Krokodilen bestünde. Es handelt sich wohl eher um einen Wald, der durch eine gewaltige Naturkatastrophe im Erdöl, das aus einer Erdspalte austrat, versunken ist, zum Beispiel durch Meteoriteneinschläge oder Vulkanausbrüche. Das hervorgequollene Öl wurde im Laufe der Zeit durch eine Oxidation mit Sauerstoff zu Kohle. Aber wo kommt dann das Erdöl her? In der Tiefe herrschen enorme Temperaturen und gewaltige Drücke. Der Zustand der Materie ist Plasma. Im Plasma reagieren die Carbonate des Gesteins direkt mit Wasser zu Kohlenwasserstoffen, sprich zu Erdöl. Diese Reaktion wurde auch experimentell unter erheblichem Energieaufwand im Labor nachvollzogen. In ihrer vereinfachten Form ist sie als Fischer-Tropsch-Synthese bekannt, mit der aus Kohlenstoff großtechnisch Benzin erzeugt wurde und heute noch wird. Kürzlich gelang es damit, direkt aus Carbonaten Erdgas in erklecklicher Ausbeute herzustellen. Umgekehrt betont der russische Geologe Nikolai Kudryavtsev, dass es nicht möglich sei, experimentell aus Pflanzen oder Tieren ein Produkt wie Erdöl zu erzeugen. Die Methanatmosphären von Himmelskörpern zeigen, dass für ihre Entstehung keinerlei Leben erforderlich ist. Das Weltall selbst ist voller Erdöl. Und ganz bestimmt nicht, weil Flugsaurier die Erde in Richtung Pferdekopfnebel verlassen haben, um sich dort bestatten zu lassen. Woher stammen dann die komplexen organischen Substanzen im Erdöl? Ist nichts Besonderes. Derartige Verbindungen findet man sogar in Meteoriten. Zweitens leben in der Tiefe auch Mikroorganismen, die Erdöl als Nahrungsquelle verwerten. Durch sie gerät allerhand Biologisches ins Petroleum, ins Steinöl, wie der lateinische Name besagt. Diese Zusammenhänge waren in der ehemaligen UdSSR wohl bekannt. Vor allem die weißrussischen und ukrainischen Institute entwickelten die Theorien weiter, um die Energieversorgung des Landes zu sichern. Dank dieser Forschung wurde die UdSSR ein wichtiger Exporteur von Erdgas und Erdöl. Viele Vorkommen wurden übrigens unterhalb des Urgesteins erschlossen. Das hatte sich in erdgeschichtlichen Zeiten gebildet, als das Leben noch in weiter Ferne lag. Im Westen wurde das Thema nicht gern öffentlich angesprochen. Einzig der Nobelpreisträger Thomas Gold, ein Astrophysiker, der die schwarzen Löcher vorausberechnet hatte, wagte es, darüber ein Sachbuch zu verfassen mit dem Titel Deep Hot Biosphere. Er leitete übrigens aus dem geogenen Ursprung von Erdöl und Erdgas in der Erdkruste eine frappierende Theorie zur Entstehung des Lebens auf der Erde ab. Doch es sollte dem weltberühmten Genie alle Genialität nichts nützen. Das Buch fand keinerlei öffentliche Beachtung und selbst die Fachwelt fasste es nur mit spitzen Fingern an. Das ist verständlich. Erdöl musste wichtigen politischen Zwecken dienen, einmal als Steuerquelle, weil fossile Vorräte logischerweise begrenzt sind und durch Steuern geschont werden müssen. Dann als Druckmittel, wer an einer Energiequelle sitzt, von der alle Welt glaubt, sie versiege alsbald, kann an der Preisschraube drehen. Und nicht zuletzt lassen sich damit Kriege in den Förderländern rechtfertigen. Laut der vielbeachteten Warnung des Club of Rome sind seit dem Jahr 2000 alle Erdölfelder restlos leergebombt. Und nun müssen neue Drohkulissen her, um die bis heute fröhlich sprudelnden Pfründe nicht zu verlieren. Ey, wir brauchen Öl. Also, das ist ja wohl nicht normal. Öl. Ja, Öl. Also komm, nächstes Fach. Vielleicht oder den Verbrauch. Wenn jetzt hier Wasser in die Erde versickern würde, was würde denn da tatsächlich in die Erde versickern? Was wäre in dem Wasser noch drin? Gelöstes CO2. Also CO2 ist ja schwerer als Luft, ja? Und es fällt nach unten.
Und ihr wisst ja in der Sprudelflasche, dass sich da ziemlich viel CO2 drin löst. Ja? Ja. Gut. So, und auf 10 Meter haben wir was für einen Druck? Für einen Überdruck? Und Wasser? Ja, 10 Meter Wassersäule. Ein atmosphärischen Barüberdruck. Ein Bar, ja. Auf 100 Meter wie viel? 10. 10 Bar. Auf 1000 Meter? 100. Auf 10.000 Meter? 1000. Okay, also sagen wir mal 500 Bar irgendwo. Ihr könnt euch vorstellen, dass sich in 500 Bar ziemlich viel CO2 löst im Wasser? Wisst ihr, wie heiß das hier ist, so eine Lavaader? Na, 1300 Grad, 1400 Grad. Ja, also ungefähr 2000 Grad. Also wenn ihr 2000 Grad habt, und sagen wir mal 500 Bar. Ihr habt H2O und habt CO2. Wisst ihr, wozu das reagiert? Öl. Ja, das ist die Umkehrreaktion der Verbrennungsreaktion im Motor. Es entsteht Öl, also C12H26. Dodekan plus Sauerstoff. Das gleichen wir noch aus. Und jetzt gilt in der Chemie das Prinzip von Le Chatelier, dass eine Reaktion unter Zwang immer in Richtung des kleinsten Zwangs hin abläuft. Also wir haben 13 plus 12, das heißt, wir haben 25 Volumeneinheiten. Hier haben wir 18,5 plus 1, wir haben 19,5 Volumeneinheiten. Das heißt, bei hohem Druck geht das Ding in die Richtung. Das heißt, bei hohem Druck geht die Reaktion CO2 plus Wasser in genau die andere Richtung wie im Verbrennungsmotor im Auto. Das entsteht einfach durch Wasser und CO2 an den Lavaadern unter hohem Druck. Und jetzt versteht ihr auch, warum die das CO2 aus den Braunkohlekraftwerken oder Kohlekraftwerken rausholen wollen und wieder in die Erde pressen. Weil wenn sie das CO2 jetzt in die Erde wieder pressen, produzieren sie mehr Rohöl. Also dafür verlangen sie Steuer, sie pressen es in die Erde rein und können uns dann das Rohöl, das dadurch entsteht, wieder teuer verkaufen. Aber sie erzählen uns die ganze Zeit, dass Rohöl irgendwie limitiert ist. Ziemlich geniales Geschäftsmodell. Es ist ein Modell, um doppelt abzukassieren. Und auf das Rohöl gibt es dann wieder Steuern. Genau. Also Audi hat da drauf ein Patent angemeldet. Also jeder Chemiker weiß, der sich ein bisschen mit Hochdruckchemie auskennt, dass unter hohen Druck Wasser und CO2 zu Rohöl und Sauerstoff reagiert. Und jetzt wisst ihr, wo der Sauerstoff herkommt. Vielleicht oder die. Jetzt brauchen wir Öl. Öl. Es geht um Öl. Öl. Ja, ja.